Alte Universität. Es ist ein architektonisches Juwel im Herzen der Grazer Altstadt und befindet sich in der Hofgasse am Freiheitsplatz. Die ursprünglich als Jesuitenuniversität im Jahre 1585 gegründete erste Universität in Graz war zunächst in den Kollegiumsräumen der Jesuiten, heute Priesterseminar, untergebracht. Ein eigenes Universitätsgebäude wurde aber bereits von 1607 bis 1609 errichtet. Die Hörsäle der Studenten wurden im Erdgeschoss untergebracht. Im ersten Obergeschoss befanden sich ein Theater und eine große Aula. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 wurde, nach dem Entwurf vom Hofbaumeister Josef Hueber, das Obergeschoss in einen beeindruckenden Bibliothekssaal umgebaut. Noch heute präsentiert sich das Gebäude größtenteils in der im Jahre 1781 fertiggestellten Form. Weitere bauliche Eingriffe wurden unter anderem im Zuge der späteren Nutzung als Landesarchiv 1905 bis 2000 durchgeführt. Der 400 Jahre alte und nun vollkommen restaurierte, spätbarocke und 680 Quadratmeter große Saal bietet heute Platz für externe Veranstaltungen und Repräsentationszwecke des Landes.